Guten Tag. Heute ist der 16. Dezember 2020. Letzte Woche war die Sitzung des Europäischen Rats vom 10. und 11. Dezember. Ich habe heute das Vergnügen, mit Adam Tooze über die Umbrüche des Jahres 2020 zu sprechen. Er ist einer der bekanntesten Wirtschaftshistoriker. Er ist gebürtiger Londoner, hat in Heidelberg und England ist dort aufgewachsen. Er hat in Cambridge und Berlin studiert, in London promoviert und ist dann schließlich über Cambridge und Yale an der Columbia University in New York City gelandet. Dort haben wir uns im Sommer 2019 kennengelernt. Er bezeichnet sich als Historiker der Macht in der Moderne. Seine bekanntesten Bücher betreffen die Ökonomie des Nazi-Regimes, erschienen unter dem deutschen Titel Ökonomie der Zerstörung. Dann Sintflut über die dem Naziregime vorhergehende Periode zwischen 1916 und 1931. Danach folgte Crasht über die Finanzkrise von 2008 und ihre Folgen. Sein nächstes Buch mit dem Titel Shutdown geht über die Corona-Krise und wird im kommenden Herbst erscheinen. Und das nachfolgende Buch über die Klimakrise mit dem Arbeitstitel Carbon ist auf seiner Website schon für 2023 angekündigt. Adam, 2020 war vielleicht ein Umbruchsjahr, auf jeden Fall aber ein Krisenjahr, und zwar einer globalen Krise wie keine andere. Deine These: Es ist nicht nur eine der wiederkehrenden Krisen des modernen Kapitalismus. Es ist auch Ausdruck eines gestörten Verhältnisses von Mensch und Natur. Also ich habe mich eingearbeitet über die letzten paar Jahre in das Thema politische Ökonomie der Klimakrise. Das war auch ein Thema, mit dem ich mich über Jahrzehnte bis auf die 90er Jahre zurückgehend beschäftigt hatte. Und da waren gewisserweise die Kausalketten klar. Es ging um den fossilen Kapitalismus, pipapo, man kennt die Geschichte. Zeitgleich in den 70er und 80er Jahren entwickelten, wie auch die Diagnose der Klimakrise, dass über Mutationen, über zoonotische Mutationen entstehende neue Krankheiten für die Menschheit eine sehr akute Bedrohung darstellen können. Und zwar in einem Zeitrhythmus, das viel schneller läuft als die Klimakrise. Die Klimakrise ist eine Sache, sie ist zwar ungeheuer dringend, aber wir berechnen in der Klimakrise die Zeitspannen, mit denen wir es zu tun haben, in Jahren, in Jahrzehnten. Und bei einer Pandemie geht es, wie wir jetzt mittlerweile zu unserem Kosten wissen, um Stunden, um Tage, um Wochen. Aber im Grunde ein Symptom, auch ein Symptom des aus dem Gleichgewicht geratenen Verhältnisses zwischen der Menschheit, der modernen Gesellschaft, der urbanen Gesellschaft und seiner natürlichen Umwelt. Die Bekämpfung dieser Pandemie ist ja nun in verschiedenen Teilen der Welt sehr unterschiedlich gelungen. Während in manchen Teilen es mit entschlossenen, sehr harten Maßnahmen gelungen ist, das Virus unter Kontrolle zu bringen. Ich denke da an Ostasien, China, Taiwan, Korea, Vietnam, aber auch Neuseeland, Australien. Hat im Gegensatz dazu die Pandemie in Europa, Nordamerika und Lateinamerika verheerende Kreise gezogen. Und nun erleben wir gerade eine schwere zweite Welle in Europa und den USA. Wirken sich diese Unterschiede im Erfolg der Pandemiebekämpfung denn auf das globale Machtgefüge aus? Führt das zu einem Umbruch in der Systemkonkurrenz zwischen China und den Staaten des Westens? Ich denke, das würde ich bejahen, aber in dem Sinne, dass gewisserweise der Virus krachend bestätigt, was schon sowieso klar war, und dass es China gelungen ist, einer Katastrophe für das Regime zu entgehen. Und zwar haben wir das ja nachgeholfen im Westen. Das müssen wir uns, glaube ich, auch klar machen. Es ist nicht nur so, dass unsere Blamage gewisserweise eine Blamage für uns ist und uns diskreditiert, sondern wir haben dadurch gewisserweise relativ im Verhältnis und im Vergleich die Position Beijings enorm, enorm verbessert. Die politische Krise in China in der ersten Woche Februar dieses Jahres war reell. Das heißt also, sie haben ungeheure Anstrengungen machen müssen, um das Internetsystem, ihr eigenes Internetsystem im Griff zu behalten. Die Schraube wurde massiv angezogen. Oppositionelle wurden massiv unter Druck gesetzt. Das heißt also, ja, ich
gebe dir vollkommen recht. Netto über das ganze Jahr gesehen muss man sagen, dass es für den Westen ein sehr schwerer Schlag ist, dessen Kosten man noch über die Jahre hinaus jetzt noch berechnen muss. Aber es hätte auch anders kommen können und das wissen die Chinesen auch. Man muss dazu sagen, dass die ersten plumpen Versuche Beijings gewisserweise ihr Vorteil im Frühjahr auszunutzen, gerade in Europa, aber auch unter den asiatischen Nachbarn, auf sehr wenig Resonanz gestoßen sind. Mhm. Wenn wir die weltweiten Umfragen zum Beispiel von Pew uns ansehen, dann ist klar, dass eines der bestimmenden Merkmale der weltweiten öffentlichen Meinung in diesem Jahr ein Schwung gegen China sein wird. Sehr schwerwiegend für das Beijinger Regime. Das Gleiche aber kann man nicht über große Teile Afrikas und Lateinamerikas sagen. Das heißt also, diese Perspektive gewisserweise etwas pikiert im Westen zu sagen, wer seid ihr eigentlich? Ihr seid doch eigentlich dafür verantwortlich, dass wir in dieser Krise stecken. Was kommt ihr jetzt mit diesen Masken? Und die sind sowieso qualitativ minderwertig. Diese Art von Rhetorik hört man weniger im Raum Afrikas und Lateinamerikas, wo konkret große Bedürfnisse da sind, die das chinesische Regime bedienen kann. Und gerade beim Impfstoff wird es so kommen, vermutlich, dass die größte Mehrheit der Menschheit nicht mit westlichen Impfstoffen, sondern mit chinesischen Impfstoffen bedient werden wird, weil sie relativ zeitgleich mit uns auf sehr viel klassischerem Weg Impfstoffe entwickelt haben. Die sind bereits in der dritten Phase der Tests, zum Teil auch bereits erprobt und werden dort auch angenommen. Das heißt, in der Golfregion zum Beispiel, im UAE, sind sie schon im Einsatz. Man verroutet auf regionaler Ebene in Brasilien und die Regionen Brasiliens sind so groß für europäische Staaten. Da wird man, glaube ich, in Indonesien, in Bangladesch wird man zu chinesischen Impfstoffen greifen, weil die westlichen Sachen einfach zu teuer sind und weil uns die Kapazitäten fehlen und weil wir handfest und konkret selbst die Impfstoffe brauchen, während das bei den Chinesen nicht der Fall ist. Und so weit gehen, dass die Impfstoffe in China überhaupt nicht entwickelt werden können, weil dort die Pandemie nicht grassiert, sodass die Chinesen von vornherein abhängig waren von der Zusammenarbeit mit Partnern in den Schwellenländern. Das stellt auch ein ganz anderes Klima dar. Also wenn man mit den medizinischen Einrichtungen Brasiliens kooperiert oder mit den ihren entsprechenden Institutionen in Indonesien, dann hat man das sogenannte Ownership, Buy-in. Also die Leute sind mit von der Partie. Es kommt nicht aus irgendeinem teuren westlichen Labor. Und das ist sehr wichtig, glaube ich, für die weitere Entwicklung der Impfstoffgeopolitik. Unter dem Stichwort Umbruch möchte ich nun eine weitere Thematik explorieren. Mein Eindruck ist, dass auch im Bereich der Geldpolitik 2020 sich ein Umbruch andeutet, und zwar dergestalt, dass sich das Klimathema immer weiter in die Finanzwelt hineinfrisst, auch in die Welt so mächtiger Institutionen wie der Zentralbanken. Gestern hat ja die amerikanische Zentralbank, die Fed, angekündigt, Mitglied im Netzwerk für die Begrünung des Finanzsystems werden zu wollen. Dieses Netzwerk von Zentralbanken und anderen Finanzinstitutionen wurde 2015 im Jahr des Pariser Abkommens gegründet, um die Auswirkungen des Klimathemas auf das Finanzsystem zu explorieren. Es hat heute über 80 Mitglieder und jetzt ist auch die mächtigste Zentralbank der Welt, die Fed, dabei. Lange Zeit war die amerikanische Zentralbank der große Außenseiter, nicht mit von der Partie, weil das in Washington einfach nicht Gesprächsstoff war. Es war unmöglich aus politischen Gründen. Und es ist ziemlich bezeichnend, glaube ich, dass in den Tagen nach der endgültigen Entscheidung der Republikaner, der Mehrheit der Republikaner, die den Wahlerfolg Bidens anzuerkennen, dass das Fed jetzt ankündigt, mit von der Partie sein zu wollen. Wie weitgehend das ist, ist die Frage. Also der Teufel steckt bekanntlich im Detail und das ist das, was wirklich geregelt werden muss. Nicht nur auf amerikanischer Seite, sondern auch in Europa. Es kündigt sich schon Widerstand an seitens der Bundesbank in Deutschland, dass sie hinhaltend gewisserweise bremsen wollen in den Versuchen des EZBs, der Europäischen Zentralbank, hier führende Rolle zu spielen. Es geht um technische Fragen. Aber es geht auch um die Gesamtfrage wirklich, wofür sind Zentralbanken da? Haben sie eine im Grunde negative, defensive Funktion, in dem Sinne, dass sie
dafür für die Preisstabilität zuständig sind? Oder muss man realistischerweise anerkennen, dass ihre Status quo-Politik, das heißt der Aufrechterhalt des bestehenden Finanzsystems, unter anderem durch die Stabilisierung des Preispegels, zur dynamischen Entfaltung des fossilen Wirtschaftssystems beiträgt, sodass, um das zu verhindern, gewisserweise ein bewusstes Umsteuern in verschiedenen Dimensionen der Zentralbankpolitik nötig ist. Es reicht also nicht, gewisserweise passiv zuzusehen und sich gegen Risiken zu sichern, sondern man muss gewisserweise sich entschärfen. Und im Moment betreiben die Zentralbanken durch ihre Unterstützung der Kreditmärkte, die eben auch für die Öl-, Gas-, Kohleindustrie offen sind, de facto eine noch nach wie vor Status quo und deshalb umweltzerstörende Politik. Und das ist das große Streitthema. Also geht es hier um Greenwashing? Geht es darum, gewisserweise ein grünes Etikett auf Bankenstabilitätspolitik zu klatschen? Oder geht es darum, wirklich fundamental sich zu überlegen, wie können wir dieses gesamte Wirtschaftssystem wirklich im Eiltempo umpolen? Denn darum geht es. Hilft es überhaupt, in einem solchen Moment über Ordnungsmodelle nachzudenken? Oder müssen wir ganz pragmatisch, wirklich gewisserweise in Notstandmodus, uns überlegen, okay, wenn wir in 10 Jahren dahin wollen, wenn wir bis 2030 55% Verminderung im CO2-Ausstoß erreichen wollen, wie kriegen wir das überhaupt hin? Und was können wir dazu beitragen? Nicht, was können wir uns zumuten, sollten wir uns das zumuten lassen, ist das ein Thema für uns, sondern umgekehrt zu fragen, also wenn wir uns das zumuten, also 55%, wenn wir glauben, dass wir das wirklich hinbekommen, ja, was können wir zu diesem Prozess beitragen? All hands on deck, also alle Mann an Deck, was ist möglich? Und das ist noch, dass alle über Klima reden, ist klar. Das war wirklich, du hast vollkommen recht, glaube ich, ein Durchbruch dieses Jahres. Selbst Exxon mittlerweile hat ja jetzt angekündigt, auch Exxon hat Klimapläne. Das Problem ist nur, wie ernst meinen wir es damit? Meine These wäre ja, dass 2020 auch das Jahr eines Umbruchs in der Klimapolitik war. Auf der einen Seite haben wir gewaltige Klimakatastrophen gesehen. Waldbrände ohne Ende in Australien, dann Amazonien, im Pantanal Brasiliens, weiter in Sibirien, Kalifornien und enorme Wirbelstürme, die zum Beispiel Mittelamerika verwüstet haben. Zugleich zeigen sich auch unter dem Druck einer global aufbegehrenden jungen Generation erste Anzeichen für einen politischen Kipppunkt. Wir haben eine ganze Serie von bahnbrechenden Ankündigungen gesehen. Alles noch lange nicht ausreichend für das 1,5-Grad-Ziel, aber doch ein großer Schritt nach vorne, wenn diese neuen Ankündigungen umgesetzt werden. Europa war vorangegangen, doch der Paukenschlag war dann die Ankündigung von Chinas Präsident Xi Jinping vor der UN-Generalversammlung im September, bis zum Jahr 2060 Netto-Null-Emissionen für China anzustreben. Darauf folgten Japan, Korea, mit diesem Ziel für 2050 und schließlich die Wahl von Präsident Biden in den USA. Stehen wir also vor einem Kipppunkt der globalen Klimapolitik? Es sieht so aus, muss ich sagen. Ich war sehr überrascht von der Ankündigung, die aus China kam. Über den Sommer gab es bereits Andeutungen, dass Beijing vielleicht einen großen Schritt wagt, aber dass Xi jetzt am 20. September vor dem virtuellen UN-Tagung ganz plötzlich diese Ankündigung machen würde, hat viele überrascht, glaube ich. Und Kenner der chinesischen Szene, die sich viel besser auskennen als ich, waren auch wirklich sehr, sehr überrascht von dieser Situation. Und das ist im Grunde das Entscheidende, muss man sagen. Die Europäer sind schon länger dabei und es ist klar, dass in den Verhandlungen letzter Woche die Frage der Peinlichkeit tatsächlich aufkam und es klar gemacht wurde mit den Polen, dass tatsächlich bis zum frühen Morgen irgendein Deal gemacht werden muss und es muss auf 55% rauskommen, weil es uns sonst peinlich ist. Es hilft also nach. Den Amerikanern sollte man nicht über den Weg trauen. Das ist eine Administration, die bis 2024 im Amt ist und was danach kommt, ist unklar.
Das Einzige, was in Amerika wirklich zu vertrauen ist, sind die ökonomischen, technologischen Veränderungen. Und die sind mittlerweile rasant und dramatisch. Und es wird einfach nicht mehr rentabel sein, mit Kohle zum Beispiel Strom zu generieren. Und innerhalb von wenigen Jahren vermutlich auch nicht mehr als Gas, mit Gas, außer gewisserweise als Reservekapazität. Und davon, das hängt viel von der Batterieentwicklung ab, wie inwieweit das noch nötig ist. Von der Politik in Amerika sollte man sich angesichts der Stimmungslage in der Bevölkerung, und das ist ja das wirklich Entscheidende, sollte man sich nichts versprechen. Es gibt keinen Konsens zur Klimafrage, geschweige denn zu anderen politischen Themen in Amerika. Aber ja, die Commitments, also die Versprechen Chinas, Südkoreas und Japans in enger Folge verändern das Bild, verändern insgesamt die Balance. Ich würde sagen, dass wir damit in eine neue Phase der globalen Klimapolitik treten. Zum ersten Mal ist es der Fall, dass der größte Emittent tatsächlich sich zur Dekarbonisierung verpflichtet. Das war unter keinem davorgehenden Regime der Fall, bis auf Kyoto zurück, wo die Amerikaner zuletzt dann nicht von der Partie waren. China war dann, stieg empor, hat Amerika als Hauptemittent Mitte, Anfang der 2000er Jahre verdrängt und war nicht von der Partie. Selbst in Paris war nicht klar, was verabschiedet worden ist. Das heißt, 2020 ist der Moment, in dem wir diesen fundamentalen Wandel haben. Und das ist ungeheuer wichtig. Die Frage ist einfach nur, ist es zu spät? Sind wir einfach zu spät dran? Und können wir es hinbekommen, es schnell genug zu machen? Eine weitere Frage, die sich natürlich anschließt, ist, ob sie den Rest der Menschheit, ob sie die anderen größeren Staaten mitnehmen können. Und da denkt man vor allem an die großen Schwellenländer, Länder wie die Türkei, die Philippinen, Indonesien, Brasilien, wo sehr, sehr schwerwiegende energiepolitische Entscheidungen anstehen auf einem Einkommensniveau, das, sagen wir mal, einem Viertel oder einem Fünftel des europäischen Einkommensniveaus ist. Das heißt also, die Trade-offs, die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sind viel schwerwiegender. Und da gewisserweise einen Konsens zu bilden, da gewisserweise die Masse der anderen Länder mitzunehmen, ist absolut entscheidend. Denn wenn man sich die CO2-Zahlen ansieht, dann ist es in diesen Ländern, dass der Wachstum mittlerweile am schnellsten ist. Also China hat sich auf sehr hohem Niveau mehr oder weniger stabilisiert. Das ist für Europa und die Vereinigten Staaten schon seit mehr als einem Jahrzehnt der Fall. Das Wachstum ist in diesen anderen großen Schwellenländern, die sehr, zum Teil sehr energiearm sind, und man kann sich alle möglichen Situationen vorstellen, in denen eine Gruppe von Schwellenländern mit mittleren Einkommen sich mit fossilen Energielieferanten zusammenschließen zu einer gewisser Weise, zu einem Block, zu einem, der da nicht ohne weiteres zu knacken ist. Könnte sich ein solcher Block wirklich dem Sog der technologischen Dynamik entziehen, die von den großen Ökonomien Chinas, der USA, Europas und Japans ausgehen wird? Im Automobilsektor ist man ja mit Verbrennungsmotoren nicht mehr vorne. Daimler wird sogar als Übernahmekandidat gehandelt. Man kann also mit den alten Technologien noch eine Menge Schaden anrichten, aber vorne mitspielen tut man damit nicht. Und es gibt das Szenario von klimabezogenen Handelsrestriktionen. Die Debatte über den Ausgleich von CO2-Preisen an den Grenzen der EU steht auf der Tagesordnung. Und zuletzt noch der Herdentrieb der Finanzmärkte, die auch immer weniger von fossilen Energien wissen wollen. Könnte das also eher ein Szenario sein für die Zukunft? Man mag hoffen, und das ist bestimmt die liberale Hoffnung. Das ist die Hoffnung der Marktgläubigen, nicht in dem Sinne eines gut austarierten, perfekt funktionierenden Marktes, sondern mehr so ein bisschen nach Schumpeter, gewisserweise Creative Destruction, also die Zerstörung alter Strukturen in einer massiven Dynamik, die sich sehr schnell mit neuen Strukturen ersetzt. Man mag hoffen, dass das so kommt, aber wir wissen, dass die globale Entwicklung weltweit ungeheuer uneben ist. Und es ist nicht klar, dass dieses Modell in dieser Form ohne weiteres funktioniert. Das heißt natürlich nicht, dass mit dieser Dynamik nicht ein sehr großer Teil, wenn nicht der größte Teil der Emissionen tatsächlich runtergefahren werden kann. Das Problem ist, was bleibt und was können wir uns noch leisten? Und vor allem, was sind die Konsequenzen auch für große Teile der Menschheit, deren Entwicklungsstandard natürlich nach wie vor ungeheuer niedrig ist?
wenn wir auf diese neuen Technologien umsteigen. Es gibt ein Win-Win-Szenario, in dem Wind und Solar einfach so billig sind, dass sie zum allerersten Mal die Elektrifizierung von großen Teilen der Welt wirklich durchgehende ermöglichen. Aber gerade bei der Transporttechnik sind wir noch nicht so weit. Aber ja, da gibt es tatsächlich, das ist die Fantasie, die sich jetzt auftut. Das ist schon immer gewisserweise eine Vorstellung gewesen im grünen Lager, grüne Modernisierung, grüner Kapitalismus. Diese Vorstellung gab es schon immer und sie sind im Moment realistischer als jemals zuvor, würde ich sagen. Geht die Debatte nicht inzwischen über das optimistische Szenario eines marktgetriebenen grünen Kapitalismus hinaus in Richtung einer stärkeren Verschränkung von Staatsmacht, der Geld- und der Fiskalpolitik mit der Dynamik der Privatwirtschaft? Es geht nicht mehr einfach nur um freie Märkte. Es gibt eine Wiederkehr der Industriepolitik. Stichwort zum Beispiel die Mission Economy von Mariana Mazzucato. Müssen wir vielleicht eher schauen auf die Zeiten wie dem Zweiten Weltkrieg, wo die USA ihre Privatwirtschaft zu einer ungeheuren produktiven Anstrengung mobilisiert, gesteuert und über die Zentralbank auch finanziert hat? Ich würde sagen, das ist die Fantasie und sie ist bestimmt eine vorherrschende Fantasie. Aber im Moment sind wir noch ein sehr großes Stück weit weg, entfernt von der Realisierung. Nicht in dem Sinne, dass die zwei Teile deiner Story nicht präsent sind, sondern sie sind aber nicht miteinander gekoppelt. Hm. In dem Sinne, dass wir, um die Corona-Krise zu verarbeiten, tatsächlich zu finanzpolitischen Mitteln gegriffen haben, die tatsächlich kriegswirtschaftliche Ausmaße haben. Amerika fährt in diesem Jahr ein Haushaltsdefizit von 18% des Bruttosozialproduktes. Das sind tatsächlich Anstrengungen im Ausmaße des Zweiten Weltkriegs für Amerika. Man muss dazu sagen, dass Amerika den Zweiten Weltkrieg relativ locker genommen hat. Das war also jetzt nicht die Anstrengung, die man in Nordsüddeutschland oder in der Sowjetunion gesehen hat, aber trotzdem eine riesige Anstrengung. Aber wofür wurden diese Mittel verwendet? Im Grunde, um die bestehende Wirtschaftsordnung aufrechtzuerhalten, unter anderem für Arbeitslosengeld, und für die Unterstützung von kleinen Betrieben, aber zuerst und vorrangig natürlich für die Stützung der großen Finanzmärkte in ihrer existierenden Form, mit unter anderem mit der Beteiligung der fossilen Wirtschaft, der fossilen Energieindustrie und der Finanzmärkte, in anderen Worten des Treasury Market, also wo die Wertpapiere gehandelt werden. Dafür wurden diese Schockmethoden verwendet, und zwar in riesigem Ausmaß. Parallel dazu läuft diese eher industriepolitisch orientierte Debatte über Energiepolitik und Infrastruktur. Aber da muss man sofort unterscheiden. Da geht es auf einmal nicht mehr um die Billionen, da geht es um, wenn es hochkommt, um hunderte Milliarden, normalerweise weniger als das. Unter anderem auch bei der Impfstoffentwicklung, wo es um ein paar 10 Milliarden Dollar ging. Das heißt also, es herrscht immer noch eine große Kluft zwischen diesen zwei Dimensionen der Wirtschaftspolitik und ein Anliegen müsste eigentlich sein, sie zusammenzuführen. Das wäre doch das Stichwort Green New Deal, wie er von der Linken der Demokraten in den USA, von Alexandria Ocasio-Cortez und anderen mit viel Anklang in die Debatte geworfen wurde. Das war das Anliegen der Green New Deal-Leute, nicht also zu verwechseln mit dem Green Deal von Ursula von der Leyen, sondern das Green New Deal von AOC, Bernie Sanders, Ed Markey in den Vereinigten Staaten. Das ist im Grunde ein sozialdemokratisches Paket der umfassenden gesellschaftspolitischen Verwandlung Amerikas gewesen ist, unter dem Zeichen einer grünen Politik. Aber das wird sich nicht realisieren lassen und das steht nirgendwo anders an. Ist meiner Meinung nach auch nicht, wenn wir uns auf das Klimaproblem konzentrieren, nicht unbedingt fatal, in dem Sinne, dass die meisten Berechnungen für einen durchaus ambitionierten Energiewandelspfad darauf hinauslaufen, dass ein jährlicher Investitionsschub im Rahmen von, sagen wir mal, 3-5% des globalen Bruttosozialproduktes gut und gerne ausreichen würden, um uns viel besser zu stellen, als wir im Moment dastehen. Nicht unbedingt, sagen wir mal, 1,5 Grad, aber trotzdem, wir würden uns wirklich mit Schwerpunkt in die richtige Richtung gesetzt haben. Und das ist nicht eine Anstrengung des Weltkrieges, das ist Kalter Krieg. Das sind die Verteidigungsausgaben eines mehr oder weniger ambitionierten NATO-Mitglieds in den 80er Jahren. Das wäre die Bundesrepublik unter Helmut Kohl.
Also wenn man 3, 4% Bruttosozialprodukt für den von staatlicher Seite ausgeben würde, wäre man in diesem Rahmen. Das kann man gut und gerne über Jahrzehnte hinweg aufrechterhalten. Das bedeutet nicht eine radikale Umpolung aller Aspekte der Gesellschaft, aber es würde einiges lostreten. Und darum muss es im Grunde vordergründig gehen. Und dass die Befürchtung muss sein, dass wir nicht mal das hinbekommen. Gerade bei der EU muss man immer ganz ins Detail gehen, weil die Berechnungen dort immer sehr, sagen wir, optimistisch sind über die Ressourcenmobilisierung, die losgetreten wird von den Geldern, die von der EU-Seite her ausgegeben werden. Aber wenn wir das erreichen würden, wenn wir bei 3-5% des Bruttosozialprodukts ankämen, dann wären wir in einer ganz anderen Situation. Du bist gerade bei Europa gelandet. Das wäre vielleicht der letzte Punkt, den ich anschneiden will. Europa ist ja schwer in die Krise gekommen, schwer ins Schleudern gekommen in diesem Jahr, aber hat auch ganz große Schritte nach vorne gemacht. Vielleicht willst du das nochmal, das Stichwort Umbruch in Europa, aufgreifen. Was sehen wir da? Ich würde drei Dimensionen nennen. Das erste ist sozialpolitisch, in dem Sinne, dass es tatsächlich durch die Anwendung des Kurzarbeitmodells mehr oder weniger flächendeckend in Europa eine einmalige Arbeitslosenkrise abzuwenden. Das haben wir in Amerika erlebt. Die normalen Verhältnisse haben sich umgekehrt. Die Arbeitslosenraten in Amerika sind zum Teil zweimal höher gewesen als in Europa. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber dadurch sehen wir gewisserweise die Labilität im amerikanischen Arbeitsmarkt. Der europäische Sozialstaat hat sich in gewisser Weise bewiesen in diesem Moment. Und das ist gerade auch im Hinblick auf die Energiewende nicht ganz unwesentlich. Also wenn wir über einen Just Transition nachdenken, dann müssen wir auch die Sozialpolitik im Auge behalten und das Innovationspotenzial, das Europa entwickelt hat, selbst Länder, von denen man es nicht vermuten würde, wie für das Vereinigte Königreich, wie Großbritannien, hat auch ein Kurzarbeitssystem ganz schnell hingelegt. Das ist sehr vielversprechend. Wenn Europa das nicht hätte, müssten wir uns jetzt konterfaktisch gewisserweise die soziale Krise ausmalen, in der Europa sich im Moment befände. Und da müssen Sie einfach nur über den Atlantik schauen, um zu sehen, wie es aussehen kann. Die Leute stehen in ihren Zehntausenden für Lebensmittel an. Es ist wirklich eine brutale Sozialkrise, die sich hier entfaltet über den Winter. Das wäre Punkt eins. Punkt zwei ist die Fiskalpolitik. Es sah natürlich nicht gut aus. Es sah so aus, als wären wir wieder im Eurozonen-Grabenkrieg, der bekannte Grabenkrieg, der sich im Grunde seit 2010 hinzieht. Gleichen Probleme, Lastenteilung zwischen den Ländern, finanzpolitische Disziplin, die Möglichkeit, Corona-Bonds aufzulegen. Die Rollen waren ähnlich verteilt wie immer. Die Deutschen und die Niederlande und das Baltikum widerstreben. Die Südländer pushen die europäischen Projekte. Und dann auch noch das deutsche Verfassungsgericht dazu, hat auch noch sein Wörtchen dazu abgegeben Anfang Mai. Wir waren also wirklich in einer handfesten Europa-Krise. Das hat sich gelöst über den Sommer. Unter anderem natürlich durch die Entscheidung des Merkel-Kanzleramts gewisserweise ein grünes Licht zu geben und dann sehr konkret zu arbeiten an einem gemeinsamen Programm zur Finanzierung über das EU-Haushalt. Und dann hat man das in diesen Debatten bis zur letzten Woche durchgefochten. Das ist schon einiges. Und das setzt wirklich ein Zeichen, wurde auch von den Märkten entsprechend belohnt. Die Finanzmärkte lieben das Euro auf einmal wieder, weil tatsächlich hier Lösungspotenzial demonstriert worden ist. Also man muss der europäischen Politik zugutehalten, dass sie angesichts dieser Krise Handlungsfähigkeit bewiesen hat. Und die dritte Dimension davon ist, dass sie trotz gewisserweise der Corona-Krise immer noch gewisserweise das Steuer Richtung Green Deal gehalten haben. Was man nicht ohne weiteres voraussetzen kann. Amerika hat ein finanzpolitisches Programm aufgelegt, das ungefähr zweimal so groß ist wie das Europas. Wenn wir uns zum Ende des Jahres die Defizite ansehen, dann wird Amerika, wie ich gesagt habe, ein 18-prozentiges Defizit fahren und in Europa liegt es bei 19%. Auch wenn Deutschland einen Riesenwandel durchgemacht hat, kommt man nicht in die Zone der Amerikaner. Aber im amerikanischen Paket
ist keine zukunftsweisende industriepolitische Orientierung auszumachen. Es ist ein reines Krisenpaket zur Abfütterung der Auswirkungen der Corona-Krise. Es hat tendenziell die Wirkung gehabt, die fossilen Sektoren nochmal zu untermauern, obwohl sie notleidend geraten sind aufgrund des Verfalls des Ölpreises. Aber in Europa hat man es geschafft, wirklich das Ruder zu halten und in Richtung Green Deal zu zeigen. Es ist kein radikales Paket. Es ist nicht der Traum eines europäischen Green New Deal. Es ist letztendlich von Christdemokraten aufgelegt und von ihnen untermauert und einer großen Koalition, sagen wir mal, auf Europaebene. Also man sollte sich keine Illusionen darüber machen. Aber es ist trotzdem eine neuartige Politik. Und das in diesen Gesprächen wirklich auf Messerschneide letzter Woche, man nicht aufgegeben hat beim grünen Thema, dass man also gewisserweise jetzt Rechtsstaats mit Polen und Ungarn und Budget und dann sagt man, okay, es ist Schluss, wir machen Weihnachten. Nein, das war nicht der Fall. Man hat durchgearbeitet, bis auch selbst das grüne Thema abgearbeitet war. Das ist neu. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, in der Geschichte der EU absolutes Novum, dass ein solches Paket gestrickt worden ist. Und das ist wegweisend. Dankeschön, Adam, für diesen optimistischen Ausblick zum Schluss. Ich denke, das war wirklich eine sehr, sehr spannende Tour d'horizon der Umbrüche in der Weltpolitik und in der Weltwirtschaft. Welt im Umbruch, das wird auch das Thema des nächsten Heftes des Magazins Böll Thema sein, das Anfang Februar erscheinen wird. Und dieses Gespräch wird in einer verkürzten, redigierten Form dort auch erscheinen. Man kann das Magazin unter böll.de/thema kostenlos abonnieren in einer digitalen und gedruckten Form.